Hallo Raumzeit, Ronny hier. Unser blauer Planet ist einzigartig, das hört man immer wieder. Ist er aber so einzigartig, dass es nur hier Leben geben kann? Oder ist die Erde bestenfalls Mittelmaß und möglicherweise so weit hinter dem Rest hinterher, dass sie bald für eine interstellare Autobahn gesprengt werden muss? Das wollen wir heute herausfinden, wenn wir uns unsere erste mögliche Lösung für das Fermi-Paradox anschauen. Die Rare Earth Hypothesis oder die seltene Erde-Hypothese. Wir gehen heute ins Detail. Willkommen bei Raumzeit. Die Erde ist nicht spektakulär. Sie ist ein Durchschnittsplanet in einem Universum voll von Sonnensystemen und Leben wird es auf unzähligen anderen Erden geben. Wenn man das behauptet, dann legt man zwei Prinzipien zugrunde. Zum einen das anthropische Prinzip. Dieses besagt, dass es nur in einem Universum, das Leben ermöglicht, Wesen geben kann, welche in der Lage sind, dies zu beobachten und zu hinterfragen. Das zweite Prinzip ist das sogenannte kopernikanische Prinzip. Kopernikus brach mit dem geozentrischen Weltbild, welches die Erde als das Zentrum des Universums ansah. Für ihn hatte die Erde keinen besonderen Status. Sie war nicht einzigartig, sondern ein Planet von vielen. Dieses Prinzip wurde auf das Sonnensystem übertragen. Auch dieses sei nicht einzigartig, sondern nur eines unter Milliarden ähnlichen Sternensystemen in unserer Galaxis. Eine Annahme, die zumindest in Teilen von der Kepler-Mission bestätigt wird. Planetensysteme sind die Regel, sie sind nicht die Ausnahme. Und hier tritt das Fermi-Paradox auf den Plan. Das Paradox, das sagt, es sollte zahlreiche Aliens geben und gegeben haben, aber wir konnten sie bisher nicht finden, nirgendwo beobachten. Eine Möglichkeit, das Fermi-Paradox aufzulösen, besteht nämlich darin, das kopernikanische Prinzip anzuzweifeln. Im Jahr 2000 veröffentlichte der Geologe und Paläontologe Peter Ward und der Astronom und Astrobiologe Donald E. Brownlee ein Buch mit dem Titel Seltene Erde – Warum komplexes Leben ungewöhnlich im Universum ist. Ihr Buch wurde namensgebend für die Rare Earth Theory, die Annahme, dass wir keine Außerirdischen beobachten können, weil die Bedingungen für die Existenz von Leben unglaublich selten sind und die Erde eine spektakuläre Ausnahme darstellt. Ward und Brownlee gehen davon aus, dass das Leben nur auf einem erdähnlichen Planeten möglich sei. Sie behaupten weiter, die Entstehung der Lebensbedingungen auf der Erde sei das Ergebnis einer ganzen Reihe von Bedingungen, welche teils so unwahrscheinlich seien, dass komplexes Leben extrem selten oder gar einzigartig im Universum ist. Wir werden heute diese Bedingung prüfen und sie auf Basis der aktuellsten Erkenntnisse neu bewerten. Wir werden dann zu jeder einzelnen Bedingung einen Prozentwert angeben und uns so eine Neufassung der Drake-Gleichung schaffen. Und am Ende der heutigen Folge wird ein einziger Wert stehen, nämlich unsere Aussage darüber, auf wie vielen erdähnlichen Planeten in der Milchstraße Leben existieren sollte. Na dann mal los. Bedingung 1. Wir brauchen einen Stern in der habitablen Zone der Galaxie. Das klingt erstmal merkwürdig, ist aber nachvollziehbar, wenn wir einen Blick auf die Milchstraße werfen. Hier im Zentrum explodiert ziemlich viel. Es gibt eine sehr, sehr hohe Sternendichte und damit Instabilitäten von Orbits. Und dann ist da noch Sagittarius A-Stern, ein Monster von einem schwarzen Loch im Zentrum unserer Milchstraße mit 1 Million Sonnenmassen. Dieses sorgt mit extrem harter Strahlung für weitere Probleme. Und was passiert in den äußeren Zonen der Galaxie? Hier ist es angenehm ruhig. Allerdings ist die Metallizität in dieser Region so gering, dass nicht genügend schwere Elemente für die Entstehung von komplexem Leben existieren. Ein Ring in der Mitte stellt also die habitable Zone dar. Die habitable Zone der Galaxis, wiederum aber mit Einschränkungen, denn die Umlaufbahn eines Sonnensystems muss annähernd kreisförmig sein, um dauerhaft in dieser habitablen Zone zu bleiben. Die Spiralarme sind ebenfalls zu aktiv. Supernovae und kontinuierliche Asteroideneinschläge würden Leben hier möglicherweise zu stark behindern. Die Rare Earth-Befürworter argumentieren sogar, dass ein Stern aus seinem Orbit nicht einmal einen Spiralarm passieren dürfe. Zumindest aber in diesem Punkt widersprechen wir. Neuere Ansätze legen relativ überzeugend dar, dass die Spiralarme regelmäßig passiert werden von unserem Sonnensystem. Und wir sind ja nun mal da und schauen YouTube-Videos.
Die konservativsten Zahlen, die wir aus dem Jahr 2001 kennen, die gehen von lediglich 5% Sternen aus, die in die habitable Zone fallen. Etwas realistischer, insbesondere wenn man davon ausgeht, dass die Spiralarme eben nicht tabu sind, scheint eine Zahl von ca. 10%. Und das ist immer noch relativ konservativ. Halten wir also unsere erste Zahl fest. 10% der Sterne der Milchstraße liegen in ihrer habitablen Zone. Schauen wir uns die Sterne dieser habitablen Zone einmal näher an. Nur wenige Sterne sind tatsächlich geeignet für die Entstehung von Leben. Zunächst einmal scheidet die Mehrheit der binären Systeme aus, also Systeme bestehend aus zwei Sternen, da sie keinen stabilen Orbit für Planeten ermöglichen. Diese Doppelsternsysteme machen ungefähr 50% aller Sterne der Galaxis aus. Im Gegensatz zu den Befürwortern der Rare Earth Hypothesis allerdings muss man binäre Sternsysteme nicht von vornherein ausschließen. Sind die Sterne nämlich extrem nah beieinander oder wiederum extrem weit entfernt, dann ist durchaus ein stabiler Planetenorbit in einer habitablen Zone denkbar. Nehmen wir also 50% an für die Einzelsternsysteme und weitere 10%, um 20% der binären Systeme mit einzuschließen. Unser nächster Wert ist daher 60%. Von den verbleibenden Sternen sind die meisten, nämlich ca. 80%, rote Zwerge, wie zum Beispiel der uns nächstgelegene Stern Proxima Centauri. Diese roten Zwerge gelten gemeinhin auch als lebensfeindlich, weil sie wesentlich variabler in ihrem Energieausstoß sind als etwa die Sonne. Und sie zwingen Planeten zu einem sehr kleinen Orbit, um noch in der habitablen Zone zu sein. Dies führt dazu, dass diese Planeten, ähnlich unserem Mond, eine sogenannte gebundene Rotation aufweisen und so eine permanente Tagseite und Nachtseite aufweisen. Auf der Tagseite ist es kochend heiß und die Nachtseite liegt in ewiger Kälte. Unter bestimmten Bedingungen, so neuere Forschungen, ist aber in der Nähe mancher roter Zwerge durchaus Leben möglich, etwa im äquatorialen Bereich eines Planeten. Wir nehmen daher insgesamt 17% an, 9% für die ohnehin sonnenähnlichen Sterne der F- bis K-Klasse und weitere 8% für ein Zehntel der roten Zwerge. Unser dritter Wert ist also 17%. Natürlich brauchen wir einen Planeten. Dieser muss terrestrisch sein, denn es ist überaus schwierig, auf einem Gasriesen zu stehen. Er muss auch die richtige Größe aufweisen. Ist er zu leicht, wird der Planet keine Atmosphäre halten können. Ist er dagegen zu schwer, dann wird er möglicherweise eine zu dichte Atmosphäre haben, ähnlich der Venus. Unkontrollierte Treibhauseffekte und zu hoher Druck könnten die Folge sein. Wenn wir von unserem Sonnensystem ausgehen und weiter die Daten Keplers mit einbeziehen, dann gehen wir von einer recht hohen Chance aus, entsprechende Planeten zu finden. Dieser Planet muss schließlich noch einen wenig exzentrischen Orbit aufweisen, also einen möglichst kreisrunden Orbit, um in der habitablen Zone seines Sterns zu bleiben. Im Jahr 2013 wurde eine Studie der Academy of Sciences veröffentlicht, die uns hier eine tatsächliche Zahl liefert. Der Studie zufolge haben 20% der in Frage kommenden Sterne einen terrestrischen Planeten der richtigen Größe auf einem stabilen Orbit innerhalb der habitablen Zone. 20%, das ist also unser nächster Wert. Was ist mit einem Magnetfeld? Ein Magnetfeld schützt vor gefährlicher, lebensfeindlicher Strahlung des Sterns. Venus und Mars haben zum Beispiel kein Magnetfeld. Die Erde scheint hier also eine besondere Stellung zu haben. Aber auch die Bedeutung eines Magnetfeldes wurde hinterfragt. Die Erde zum Beispiel erfuhr in unregelmäßigen Abständen Polarisationswechsel. Nord- und Südpol tauschten da die Plätze, was immer von einer erheblichen Abschwächung der Feldstärke begleitet wird. Gerade jetzt scheinen wir eine weitere Repolarisierung zu erleben. Dennoch scheint das dem Leben nicht geschadet zu haben. Wir gehen hier also von relativ moderaten 50% aus. Als nächstes besprechen wir die Atmosphäre und das Wasser. Leben benötigt definitiv eine Atmosphäre. Eine solche finden wir etwa auf dem Titan, auf der Venus, der Erde oder dem Mars. Und was die Uratmosphäre angeht, ist ein durchaus breites Spektrum an Möglichkeiten vorstellbar. Stickstoff, Methan, Kohlendioxid, das sind typische Bausteine einer Atmosphäre. Die Anwesenheit von Sauerstoff ist keine Voraussetzung für Leben. Sauerstoff, freier Sauerstoff, ist eher als Entwicklungsschritt des Lebens zu betrachten. Wasser hingegen scheint wenig problematisch zu sein, da wir es etwa zum Beispiel auf dem Merkur oder dem Mars finden können. Es gibt die subterranen Ozeane auf Enceladus und Europa. Hier, und das scheint uns der entscheidende Aspekt zu sein, geht es um die richtige Menge. Zu wenig Wasser und es bilden sich keine Meere. Zu viel Wasser und der Planet ist
in Dutzende Kilometer tiefe Ozeane eingehüllt. Insgesamt sind wir also eher vorsichtig und nehmen eine Chance von lediglich 30% für die Existenz einer Atmosphäre und einer adäquaten Menge von Wasser an. Was ist mit dem Mond? Er ist eine klare Besonderheit der Erde und entstand mehr oder minder durch einen astronomischen Zufall. Aber ist er auch notwendige Bedingung für komplexes Leben, wie es die Rare Earth Befürworter behaupten? Sie nehmen an, dass der Mond die Lage der Erdachse stabilisiert, dass er durch die Gezeiten für die Plattentektonik mitverantwortlich ist und dass er schließlich das Rotationsmoment der Erde so weit reduziert hat, dass wir eben einen lebensfreundlichen 24-Stunden-Tag haben. Diese Annahmen sind aber stark spekulativ und Forscher, wie etwa zum Beispiel Casting im Jahr 2001, stellen die Rolle eines großen Mondes in Frage. Wir gehen daher von großzügigen 80% aus, da die Rolle des Mondes noch nicht abschließend geklärt ist. Die meisten Befürworter von Rare Earth gehen davon aus, dass ein Gasriese wie Jupiter notwendig ist, um die inneren Planeten vor zu häufigen Einschlägen zu schützen. Eine Art Weltraumstaubsauger quasi. Dies ist mittlerweile aber stark umstritten. Mehrfache Computersimulationen haben in jüngster Zeit dargelegt, dass Jupiter für dreimal mehr Einschläge verantwortlich ist, als er letztlich verhindert. Wir bewerten damit die Rolle des Jupiters als nicht zentral und geben hier 100%. Peter Ward brachte als Geologe natürlich die Plattentektonik mit ins Spiel. Ihm zufolge ist sie relevant für die verschiedensten Prozesse. Beispielsweise das Magnetfeld der Erde für Regulation des Klimas als Impulsgeber für die Evolution. Er argumentierte weiter, dass die anderen terrestrischen Planeten, wie man am Fehlen von Gebirgsketten sehen könne, keinerlei Plattentektonik aufwiesen. Das muss aber doppelt relativiert werden. Zum einen wurde mittlerweile aktive Plattentektonik auf zahlreichen Körpern im Sonnensystem festgestellt. So zum Beispiel dem Mars, dem Pluto oder auch dessen Mond Charon. Zum anderen ist die zentrale Rolle der Plattentektonik stark umstritten. Viele Schritte der Entwicklung des Lebens auf der Erde etwa, die haben stattgefunden, bevor die Plattentektonik, wie wir sie kennen, überhaupt vor 3 Milliarden einsetzte. Wir bewerten daher die Rolle der Plattentektonik als relativ gering und gehen hier von 90% aus. Und wann entsteht nun einfaches Leben? Man geht hier davon aus, dass dies keine sonderlich große Hürde darstellt. Auf der Erde schließlich entstand das Leben sehr schnell, schon wenige 100 Millionen Jahre nach der Formation unseres Planeten. Selbst die Befürworter der Rare Earth Hypothesis gehen hier von einem hohen Wert aus. Wir sind trotzdem vorsichtig und nehmen für unsere erdähnlichen Planeten eine Chance von lediglich 50% an. Wir haben jetzt allerdings noch nicht über komplexes Leben gesprochen. Lediglich das Leben, und zwar in seiner einfachsten, in seiner mikrobischen Form. Einzeller ohne Zellkern, sogenannte Prokaryonten. Aber eben Leben. Und wie oft sollte das denn jetzt in der Milchstraße vorkommen? Rechnen wir also mal alles zusammen und gehen von 300 Milliarden Sternen in der Galaxie aus. Wir erhalten 33 Millionen und 48.000. Das ist sie also, die Zahl der Planeten in der Milchstraße, auf denen wir bei Raumzeit aktuell einfaches Leben vermuten. Hierzu sind natürlich einige Bemerkungen notwendig. Wir haben versucht, alle aktuellen Erkenntnisse einzubeziehen. Dennoch bleiben einige unserer Prozentwerte vage. Wir glauben dennoch, dass wir mit dieser Zahl einen recht soliden und realistischen Wert abgeliefert haben. Die zweite Bemerkung betrifft natürlich die Zeit. Die Milchstraße ist 3-mal so alt wie unser Sonnensystem. Und unser Wert stellt eine Momentaufnahme dar. Es sollte also bereits eine deutlich größere Zahl von Planeten gegeben haben, auf denen Leben existierte. Und dazu besteht die Möglichkeit von Leben auf etwa Monden außerhalb der habitablen Zone und natürlich Leben auf der Basis alternativer Elemente wie etwa Ammoniak statt Wasser als Lösungsmittel. Ist die Erde also einzigartig? Nicht offenbar, wenn es um die Entstehung einfachen Lebens geht. Was die Weiterentwicklung zu komplexem Leben und schließlich Zivilisationen angeht, das ist eine ganz andere Fragestellung und sie wird das Thema unserer nächsten Episode zum Fermi-Paradox sein. Und wenn ihr die sehen wollt, dann abonniert Raumzeit und schaltet die Benachrichtigungen an. So verpasst ihr kein Video. Wir übrigens glauben sehr wohl, dass unsere Erde auf ihre Weise einzigartig im Universum ist. Ihre Schönheit und ihre Vielfalt wird es in genau dieser Form in der Galaxie, im Kosmos nur ein einziges Mal geben. Und wir sind mittendrin.
Wir hoffen, es hat euch gefallen. Und ihr schaltet auch nächste Woche um 19 Uhr wieder ein. Dann wird es um Teleportation gehen. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen und 42. Let it go.